Schönen guten Tag. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist Sonntag, der 12. Juli und 7.18 Uhr, wenn ich diesen kleinen Clip hier starte. Ich befinde mich auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets und in diesem kleinen Clip geht es um die Allianz, denn die finde ich, und ich werde es gleich zeigen, recht interessant. Was Sie vor sich sehen, ist der 5-Jahres-Chart seit dem 9.07.2015 und was auch weiterhin zu sehen ist, dass während der Corona-Krise die Allianz fast punktgenau auf das Low vom 1.07.2016 aufgesetzt haben. Es ist immer wieder ein großer Vorteil, wenn man sich mit Charts beschäftigt, auch einfach mal nicht nur das letzte halbe Jahr oder das letzte Jahr zu sehen, sondern ruhig auch mal in einen Bereich von 5, 10, 20 Jahren reinzugehen. Einfach mal zu schauen, also hier war das schon ein sehr, sehr gutes Signal, dass hier ein Boden hätte sein können. Ich gehe mal mit Ihnen näher rein in den Chart, denn es geht ja um die nächsten Wochen und nicht nur um die nächsten Jahre. Was mir auffällt bei der Allianz ist Folgendes, dass diese Bollinger Bänder, Sie sehen das hier orange geschriffelt, extrem eng sind. Die sind schon fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Und das ist ein Zeichen für einen Rückzug der Volatilität, der jetzt seit mehreren Monaten stattfindet. In diesem Fall ist das jetzt hier, haben wir eine Seitwärtsphase, wenn man es genau nimmt, von Ende Mai, die hier rüber geht. Da gibt es Zuckungen nach oben und unten, man spielt das Bank aus, aber es ist letztendlich eine Seitwärtsphase. Die implizite Volatilität, die gehandelte Volatilität geht runter und deswegen ziehen sich die Bänder auch zusammen. Der Vorteil der Bänder ist, dass sie, wenn sie eine längere Zeit sehr eng sind, und das sind sie jetzt schon, einen Wachmodus generieren, der sagen soll, pass auf, irgendwas passiert hier. Es ist nicht die Aufgabe der Bollinger Bänder zu sagen, der Markt geht hoch oder geht runter. Dafür haben wir Chartpunkte, dafür haben wir Techniken, mathematische Techniken. Das Band sagt einfach nur, der Wert befindet sich momentan in einem Chill-Modus und will irgendwas machen. Ich versuche das jetzt mal über die traditionelle Art und Weise, mir mal hier so ein bisschen ranzuholen. Nehme mir das Hoch, was wir hatten vor Corona, verbinde das mit den Hochs, die wir jetzt hier haben und muss dann schon ungefähr hier ein wenig verzweifeln, denn ich habe nur einen Auflagepunkt. Und das ist mir eigentlich zu wenig. Das heißt, dieser Trend, den ich hier gezogen habe, ist für mich nicht so aussagefähig. Ich gehe dem mal etwas näher mit dem Chart ran. Ich kann auch hier unten einen Trend ziehen, nehmen wir mal die Tiefskurse und komme damit in eine Art Dreieck rein. Sehen Sie hier, hilft mir momentan aber auch nicht viel weiter. Wir befinden uns, und jetzt gehe ich noch näher ran, an 10 und 20 Tage Linie. Dieses hier ist die 10-Tage-Linie, die momentan über der 20-Tage-Linie, das ist die dunkle hier, handelt. Da sind wir genau da. Dieses hier oben ist die 200-Tage-Linie bei 194. Ich behaupte Folgendes. Wenn der Wert mit einem Schlusskurs über diesem Hoch, was wir genau hatten am 6.7. und das Hoch war bei 189,86, dann schnappen wir uns auch die 200-Tage-Linie und mit etwas Glück sogar deutlicher drüber und kommen auf das Prä-Corona-Niveau im Bereich 212, 220. Sollten wir das Low vom 15. Juni unterbieten bei 171, muss ich davon ausgehen, dass wir also auch einen Bereich von um die 150 sehen. Von der Technik her ist, und das muss sie sein, der Trendfolger, es gibt keinen Trend außer einer Seitwärtsphase, der Trendfolger völlig neutral. Das sogenannte Moving Average Convergence Divergence, völlig neutral, ohne Aussage. Aber ähnlich wie im DAX-Index, dazu habe ich auch einen Film gemacht, ist es so, dass das MACD hat eine hervorragende Ausgangslage, um den Weg, den der Wert einschlagen wird, entweder über diesem Punkt oder unter diesem Punkt, zu begleiten. Die Stochastik als Oszillator, die sich zwischen 0 und 100 bewegt, ist im Moment völlig neutral. Schauen wir mal nach Scheinen. Ich gehe hier auf die Allianz. Ich bin Mac-User, das heißt, ich muss also meine beiden Finger nehmen, auf die Maus zu gehen. Ich öffne die Derivate-Box und hier ist sie auch schon. Und gehe auf die K.O.-Produkte. Einen Long-Schein würde ich suchen mit einer Basis von unter 170. Stelle den Hebel dementsprechend ein. Ich persönlich bevorzuge die Open-End-Scheine, die unlimitierten Scheine, aber das überlasse ich natürlich gerne Ihnen. Gehe hier ein bisschen höher mit dem Hebel und da kommt mir dieser Schein hier gerade recht. Ein Hebel 12
mit einer Basis von 168,34. Da sind wir also etwas unter diesem Low, was wir haben vom 15. Juni. Das ist die Kennnummer HZ2U37. Heinrich Zeppelin 2, Unsinn 37. Jetzt schauen wir mal nach einem Short. Für die Leute unter Ihnen, die eher nach unten spekulieren. Und da sind wir, den würde ich setzen, oberhalb der 200-Tage-Linie und damit auch oberhalb des Hochs vom 5.6. Das heißt, der sollte schon über 200 liegen. Ich muss den Hebel etwas runternehmen, damit ich etwas mehr Platz nach oben bekomme und finde dann diesen Schein hier mit einer Basis von 202,86. Das ist ein 9,5er Hebel momentan. Und dieser unlimitierte Schein hat die Kennnummer von der HZ7Q53. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und fette Beute und bleiben Sie gesund. Bye bye.